will jetzt auch diesen Trend machen, aber meine Hand soll halt auch mega realistisch aussehen. Ich habe im Müll eine Klorolle gefunden. Ich habe die jetzt so abgeschnitten und das wird mein neues Handgelenk. Das klebe ich jetzt mit Kreppband fest und mache damit auch so einen Übergang zu meiner richtigen Hand. Und schaut mal bitte. Wie gut. Hier habe ich Wasser und Mehl zusammengemischt und ich nehme noch Taschentücher. Und damit werde ich so einen Übergang machen. Also ein bisschen so wie Pappmaché, aber halt auf meiner Hand. Ich bin übrigens jedes Mal wieder richtig begeistert, wenn ich Wasser und Mehl einfach als Kleber nehme. Weil das klappt wirklich für richtig viele Projekte, wo man es auch gar nicht unbedingt denken würde. Jetzt male ich das Ganze mit Foundation an. Und ich weiß, es sieht nicht perfekt aus, aber vertraut. Das wird am Ende mit einem Filter und noch ein bisschen mehr Details wird das richtig gut aussehen. Hier habe ich jetzt die Narben noch drauf gemalt. Und fertig ist mein eiskaltes Händchen. Das Schwierigste wird jetzt das Ganze zu filmen. Ich brauchte auf jeden Fall richtig viele Versuche, aber das ist mein Endergebnis.